Anwalt Nikolaus Stieger, heute hat der 10. Prozesstag, die 4. Woche um die Testamentsaffäre begonnen. Spannend war das am Vormittag noch nicht wirklich, es wurde der Fall Anna Hagen verhandelt. Eines, was man da, glaube ich, erwähnen sollte, ist ein Schreiben von den Erstangeklagten Jürgen H., der an Richter Posch erging und dann auch Sie als Anwalt, in dem er ankündigte, dass er nicht mehr aussagen will. Was sagen Sie dazu? Ja, eine weitere Nuance seines Auftretens. Verwundern tut mich das nicht und das hat mich auch nicht irgendwie überrascht. Es war nichts anderes wie eine Mitteilung, dass er wieder mal nicht aussagen will. Früher hat er es noch persönlich gemacht. Im Zuge des Verfahrens ist er nicht einmal mehr in der Lage, offensichtlich nicht in der Lage, dass er dazu mündlich Stellung bezieht. Jetzt wird es bereits schriftlich vorbereitet und er sagt, ja gut, ich will nicht mehr aussagen. Ja, sein gutes Recht soll er machen für die Glaubwürdigkeit von ihm. Glaube ich nicht, dass ihm das gut tut. Es wäre viel besser aus seiner Sicht, aber sei mein Anwalt bin ich nicht, aus seiner Sicht natürlich hier tatsächlich Stellung zu beziehen. Was bedeutet das für Sie als Anwalt, wenn jetzt nun der Hauptangeklagte nicht mehr aussagen will und sich auf ein Protokoll bezieht, auf ein Einvernahmeprotokoll? Ja, das wird so einfach für ihn nicht sein. Also wir wissen, dass er natürlich sehr viele Aussagen bereits gemacht hat und wie er es auch schon vorher gemacht hat, dass er gesagt hat, eine spezielle Aussage, eine zusammenfassende Aussage soll nur mehr die Wahrheit sein. Das wird natürlich so auch nicht funktionieren und der Richter wird sich darauf auch nicht im Urteil stützen können, sondern der Richter wird wegen dem immer noch alles hernehmen müssen und die Widersprüche, die im Akt sind, die bleiben aufrecht. Das heißt nicht, dass ich mir als Angeklagter aussuche, dass eine spezielle Aussage nunmehr für mich persönlich das Nonplusultra, die einzige Wahrheit darstellt. Das wird so nicht funktionieren. Für die Urteilsfindung wird schlussendlich alles heranzuziehen sein und da wird der Richter auch nicht hergehen können und die vorigen Aussagen, die so widersprüchlich waren, mit den jetzigen Aussagen natürlich auch unter den Tisch zu kehren. Aber in diesem Zusammenhang mit seinem Schreiben ist vielleicht noch etwas erwähnenswert. Er hat auch in diesem Schreiben auch gesagt, dass er gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, sich solchen Einvernahmen zu stellen, auch Fragen von uns Anwälten zu stellen. Das mag also sein, nur dann wird sich der Richter langsam bei sich überlegen müssen, ob überhaupt noch prozessfähig ist. Und wenn er nicht mehr prozessfähig ist, dann wird dieser Prozess für den Jünger zunächst einmal beendet sein und möglicherweise für die anderen auch. Wenn dem tatsächlich so ist und der Inhalt dieses Schreibens ist auch ganz klar in diese Richtung gerichtet, dass er nicht mehr in der Lage ist, sich überhaupt hier in diesem Gerichtssaal aufzuhalten und alles zu verstehen. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn der Angeklagte das nicht mehr kann, dann wird die Prozessfähigkeit durch einen Mediziner zu überprüfen sein und das wird jetzt aber langsam aber sicher anstehen. Wenn man es nicht tut, dann wird es wohl so sein, dass der Jürgen H., der Hauptangeklagte, nichts anderes wie ein guter Schauspieler ist und deswegen nunmehr sich nicht einmal mehr traut, mündlich sich zu äußern, dass er nichts mehr aussagen will, sondern noch einen draufsetzt und irgendwelche Schreiben vorlegt. Und das wird sich jetzt einmal der Richter vermutlich einmal anschauen müssen. Ich bin gespannt, wie lange er sich das noch bieten lässt.